Hallo ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt zu einer neuen Profi-Jagd hier bei Phasmophobia im Grafton Farmhouse bei Patricia Bailey. Heute sollen wir die Kerzen einsetzen, das Parabolmikrofon und unter 25% Sanity kommen. So, Taschenlampe nehme ich mit, Thermometer, EMF und vielleicht auch, ja, Kopflampe lasse ich hier. Ja, Farmhäuser sind etwas dunkler, dann nehme ich lieber die starke Taschenlampe mit. Sicherungskasten oben. Gucken wir mal. Was sage ich denn heute, was wir haben? Ich sage, dass wir einen Yokai haben. Mal gucken. Bewege etwas, mache etwas. Die Farmhäuser sollen ja auch noch überarbeitet werden, ne? Soweit ich das in Erinnerung habe. Hier haben wir den Knochen. Schön. Fotoapparat haben wir nicht dabei. Bewege etwas, mache etwas. Bewege etwas. Vielleicht hören wir hier unten schon was. Ich weiß, der Sicherungskasten ist oben. Bewege etwas. Mach etwas. Hören kann ich nichts. Vielleicht ist er ja auch oben. So, Spiegel nicht. Spieluhr haben wir auch nicht. Patricia Bailey. Versteck ist hier. Mit den ganz neuen Sounds. So. Dann messen wir doch mal. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. 98, 96, 87. Hier wird es kälter. Das scheint eine Schwankung gewesen zu sein. 9,9. Jetzt wird es wärmer. Oder? Ja. 10,5. 10,8. 9,7. Bewege etwas. Mach etwas. Patricia Bailey. 10,4. 11,2. Das sieht sehr gut aus. Badezimmer noch mal eben kontrollieren. Auch hier machen wir die Tür ganz auf. Extra, damit sich der Juraj wohlfühlen könnte und eine Tür zuschlagen kann und er sich damit entlarvt. Mach etwas. Bewege etwas. Gib mir ein Zeichen. Okay. Hier hätten wir das Sesselversteck. Noch mal eben kurz. Ja. Dann schauen wir mal unten nach. Vielleicht wollte er hier unten nur eben nichts machen. Vielleicht ist er auch schüchtern. 2,9. Das ist eine Ansage. Hier im Wohnzimmer ist er. 2,8. Jawohl. Hier also. Gut. Dann lasse ich mal alles hier. Ich werde dann den Bereich mal abdecken. So. Zwei Kruzifixchen. Und ein Buch. So. 90%. Ja, da mal interagiert. Ausschlag aber nur auf 1. Differenz 1 sagt nichts aus. Licht lassen wir mal so. So, guck mal hier. Schreib ins Buch. Einmal abdecken. Fangen wir hinten an. Ich glaube, das war hier noch am besten. Einmal hier. Dann deck dieses Kruzifix ungefähr bis dort ab. So. Das dürfte reichen. Gut. Salz-UV-Fotokamera, dann können wir gleich den Knochen fotografieren. Und wir können schauen, ob er durch Salz läuft. Kann natürlich sein, dass es auch noch Gefriertemperaturen gibt. Dort war es ja schon anständig kalt. So. Noch irgendetwas?
Feuerzeug könnte ich mir schon mal mitnehmen, ne? Das geht ja jetzt, glücklicherweise. So. Salz einmal hier hin. Einmal dorthin. Und einmal hier hinten. So. Das war nur ein Schritt. Das sind mehrere. Aber Ultraviolett sehen wir heute nicht. So, Feuerzeug lege ich mir auch mal hier hin. Sonst habe ich das immer dazwischen irgendwie. Schreib ins Buch. 2,8. 2,6. 1,5. Auch keine Gefriertemperaturen. Okay. So. UV gibt es nicht. Dann machen wir jetzt mal die Orb-Kontrolle. Ich bringe auch schon mal zwei Dötzchen mit. Nachdem dann die Orb-Kontrolle abgeschlossen ist, schauen wir mal, dass wir die Dots-Projektoren platziert bekommen. Ich nehme aber kein Stativ mit. Was gut ist, ist, dass der Dämon auf jeden Fall raus ist, da wir keine Ultraviolettspuren gesehen haben. Das heißt, so früh kann er nicht anfangen. Natürlich haben wir noch den Taille drin, theoretisch. Der auch schon ab 75% anfangen kann, wenn er jung ist. Und wir sehen einen Orb. Ein Örbschen. So. Wo bist du? Konnte jetzt nur nach dem Gehör fotografieren und es ist gut gegangen. Okay. Jetzt brauche ich nochmal das Licht. Dots-Projektor. Einmal hier hin. Wobei, so wäre es besser, ne? Kann ich das auch drehen, ne? Leider nicht. Schade. Einmal hier hin. So. Also, wir haben einen Orb gesehen. Der Mimic ist auf jeden Fall raus, da wir keine Ultraviolettspuren gesehen haben. Der Orb zählt daher auf jeden Fall. Mario, Kairaij, Revenant, Yurai, Onryo, Taille. Ja. Dots. Orb, Taille, Yokai, Raijo, Yurai. Schön. Schön, schön. Gefriertemperaturen werde Yurai, Buch Taille, im F5 Raijo, Box Yokai. Und mein Tipp ist noch drin. Der Yokai ist noch drin. So, dann muss ich mal gucken. 84% Sanity. Ich nehme keine Sanity. Ich werde das Risiko eingehen. Nämlich der Yokai kann schon ab 80% jagen, wenn wir in seiner Nähe sprechen. Dieses Risiko werde ich eingehen. Ich nehme jetzt trotzdem noch mein Feuerzeug mit. Und er ist auch noch mal durch Salz gelaufen. Weiß jetzt nur nicht, welche Spur wir schon fotografiert haben und welche nicht. Ich glaube, die hintere haben wir noch nicht fotografiert, ne? Genau. Das war die hintere. So. Dann noch den Knochen. Moment. Ich hole mir mal die Kopflampe. Dann sehen wir noch einen Ticken mehr. Als wenn ich gar keine Lampe ausgerüstet habe. So. Dann noch mal kontrollieren, ob er noch da ist. Sprechen wir nicht in der Nähe des Yokais, kann auch er nur ab 50% Sanity jagen. Testen wir aber jetzt. Bist du hier? Ich habe hier eine Tür gehört.
Er scheint aber noch hier zu sein. Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Das war die Sicherung. Wie alt bist du? Ein elderly victim. Ah. Okay, Box, es ist der Yokai. Schön. Da hatte ich wohl recht. Sollte ja endlich mal vorkommen. Hier in den Folgen habe ich das, glaube ich, noch gar nicht geschafft. Privat gelingt mir das öfter. Aber hier hatte ich bisher noch kein Glück. Kerzenparabol unter 25%. Okay. Kerzenparabol unter 25%. Dann machen wir gleich noch die restlichen Bilder. 4 Stück sind es noch. Können wir schön mit Salz machen. Ja. Ja. Kerze. Angezündet. Ja, ich glaube, das geht nicht, ne? Regen ist zu stark. Ah, geht noch. Das ist kein starker Regen, dann geht das. Und Parabölchen nehme ich mit. Wenn es richtig stark regnet, geht das nämlich nicht. Wenn da noch Gewitter dabei ist. So, dann geht das nämlich nicht. So, mal hören. Kerze ausgepustet, sehr vorbildlich. Sicherung war raus, das stimmt. Ja. Mach ein Geräusch. Weiß, dass das kritisch ist. Mach Lärm. Ja, das Sesselversteck, ne? Jawohl. Mach ein Geräusch. Jetzt extra keine Sanity genommen, weil wir ja noch unter 25% Sanity kommen sollen. Sehr schön. Mach ein Geräusch. Mach Lärm, aber bitte ein bisschen anders. Na komm schon. Der lässt sich ja Zeit. Ich mach nochmal die Sicherung rein. Dann können wir uns wenigstens hier oben den Bereich beleuchten. So. Mach ein Geräusch. Mach Lärm. Trotzprojektoren mache ich jetzt mal aus. Muss ich jetzt zweimal draufdrücken, genau. Beim ersten Mal stoppe ich die nur. Ist ja neu. Mit einem zweiten Klick werden die dann deaktiviert. Mal eben gucken, ob er hier ist oder ob er gewechselt ist. Er scheint aber noch hier zu sein, oder? Ja, Sicherung war natürlich jetzt auch eine Weile raus. Jawohl, danke schön. Ja, gib mir das Event, das ist gut. Zieht nochmal Sanity. Mal gucken, wie viel wir noch haben. Ja, das ist das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Unter 25% Sanity. Da müssen wir noch drunter kommen. 56. Okay, dann schaue ich mal, was wir noch so Verfluchtes da haben. Vielleicht können wir damit noch Sanity verlieren. Also Spieluhr haben wir nicht. Kein Spiegel. Dann hätten wir vielleicht noch die Affenpfote. Kein Versteck. Nein, die ist es nicht. Beschwörungskreis? Weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir oben einen hatten.
Tarotkarten. Die wären aber blöd, damit könnten wir auch Sanity gewinnen. So. Voodoo-Puppe ist, glaube ich, hier. Wenn ich mich recht erinnere. Mal schauen. Da hätten wir ein provisorisches Versteck hier. Was hätten wir noch? Beschwörungskreis wäre hier. Den haben wir aber nicht. Ouija Board? Ja, das könnte es natürlich auch noch sein. Hinten durch. Das könnten wir noch benutzen. Vielleicht machen wir das auch. Das wäre nämlich hier. Ja. Gut, nehmen wir das mal mit. Sagen mal, wo er ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Wo bist du? Wo bist du? Sehr schön. Jawohl. Goodbye. Dann hätten wir das. Sind unter 25% Sanity gekommen. Und jetzt noch die restlichen Bilder und dann sind wir durch. Ganz locker flockig. So. 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 Dürfte jetzt schnell nach oben gehen, genau. Salz nehmen wir noch mit. Fotoapparat liegt hier. Den nehmen wir natürlich mit. Und nochmal Salz. Sind die jetzt wieder bei 100%. Alles in Ordnung. Das dürfte dann auch ein Kruzifix eben gewesen sein. Deswegen sind die Lichter ausgegangen. Genau. So. Und dann haben wir jetzt noch 3 Fotos. Ist er noch hier? Ja. Einmal hier überdecken. Einmal hier. Einmal hier hinten. So. So. Laufe durch Salz. Ja. Ouija Board könnte ich auch noch fotografieren gehen. Dann ist er vielleicht auch hier unten durch Salz gelaufen. So. 2 Fotos noch. Wäre natürlich jetzt blöd. Eine ist nicht gewechselt. So. So. Dann sind wir durch. Gut, Yokai. Tipp war richtig. Ich bin glücklich. Dann können wir los. Schön, schön. So. Gut, Yokai kringe um den Schlingel, dann fahren wir nach Hause, ihr Lieben. Patricia Bailey. Gucken wir mal. Natürlich, Yokai, perfekte Ermittlung. $1380 gemacht. Ja, endlich lag ich mal richtig mit meinem Tipp, das freut mich. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das würde mich dann auch freuen. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Euch noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Macht's gut.